Pikachu. Von denen, die FF nicht kennen, könnt ihr gerne jederzeit Fragen stellen. Da Kitty noch da ist, sollten eigentlich genug Profis sein, die sich mit FF auskennen. Ich weiß tatsächlich noch nicht alles. Bin auch immer noch. Bin zwar eigentlich schon im Endgame mit meinem Almstar, aber. Ja, ich lerne immer noch so ein bisschen dazu. Ich habe immer noch nicht alles in FF in Erfahrung gebracht. Es hängt meistens schon bei Sachen wie die Reliktwaffen und so ein Krams. Ich bin ein Veteran in FF. Also wie gesagt, wer Fragen hat zu dem Game, einfach fragen. Wenn ich jetzt nicht weiß, Kitty weiß es definitiv. Meine Mods für gewöhnlich auch, aber die sind gerade nicht da. Ich bin gerade out of order, sozusagen. Und ja. Ich muss mir erst bei den Faustkämpfer holen. Das ist mein Lieblings-MMO. Tatsächlich FF14. Aber es ist halt dicht gefolgt von ESO und Lotro. Also ich glaube, ESO und Lotro teilen sich tatsächlich den zweiten. Mein Lieblings ist halt FF14. Ist halt auch Main-MMO hier, tatsächlich. Spielen wir in der Regel, wenn ich nicht gerade wie jetzt die letzten 2 Wochen eine Flaute habe, 3 bis 4 Mal die Woche eigentlich. Kann auch mal vorkommen, dass ich auch mal ein anderes MMO dann spiele. Kommt immer auf den Hype an, den ich dann gerade zu dem MMO habe. Wir haben auch mal eine ganze Woche lang nur ESO gespielt. Ich weiß gar nicht, da kam das vorvorletzte Addon raus, glaube ich. Da hatten wir so eine kleine Phase. Aber wie gesagt, mein allerliebstes MMO ist halt wirklich FF14. Mit... Ach ja, das geht ja hier nicht mehr. Ich glaube 2700 Stunden. Was findest du daran besonders gut? Hab selbst nie gespielt. Vielleicht schaue ich mir das auch mal an. Allen voran halt die Story. Die Story ist unglaublich gut. Die Charaktere sind richtig, richtig gut. Was auch ein riesiger Pluspunkt für mich selbst ist. Ich kann halt alles spielen, ne? Gut, ich bin kein Tank. Ich werde sie mir zwar trotzdem hochziehen, aber du kannst halt, wenn du zum Beispiel mit einem Weißmagier anfängst oder halt mit einem Druiden, du kannst trotzdem alles spielen. Und das ist halt richtig cool. Zudem, du kannst eine Katzenrasse spielen. Also, hier sieht man es bei ihr gerade nicht ganz so. Aber, habe ich hier irgendwo? Hier. Das ist halt unser Char. Katzenöhrchen, wie Kote. Ich weiß, gibt es bei ihr so auch mit den Khajiit, aber ich weiß sie, das ist irgendwie so. So cute! Es ist aber nur cute! Ich liebe es! Das ist. Oh, das ist aber nur toll. Die Gegenden sind auch unglaublich schön und die Musik. Also, wenn man schon mal Final Fantasy gespielt hat, dann weiß man, wie gut die Musik ist. Durch das erste oder den ersten Teil des Spiels, also Realm Reborn, zieht es sich so ein bisschen wie Kaugummi. So ein bisschen. Es gibt ganz gute Stellen, es gibt aber auch halt so richtig zäh, wo du dir nur denkst, Alter, okay. Hat man das aber überwunden und kommt dann ins erste richtige Addon, das wäre dann halt Heavensward. Du verliebst dich von einem Charakter zum nächsten, von einem Ort zum nächsten und das wird halt immer... Es steigert das Ganze immer noch und das ist richtig, richtig cool. Und die Community ist nicht ganz so toxisch. Also klar, es gibt auch toxische Menschen hier, aber es ist nicht so schlimm wie, ich sag jetzt mal, bei einem WoW. Also... Ja, da gibt es viele, viele nette Leute und Mounts und Pets, die einfach nur cute sind. Die einfach nur cute sind. Ein Axolotl! Ein Axolotl! Ein Axolotl! Entschuldigung. Ja, ich sehe meine Streamer ab. Dann gibt es hier noch so süße kleine Begleiterchen. Die man, wenn man FF kennt, halt... auch sehr bekannt sind, so kleine Mokris. Ich habe leider gerade keine Katze, wie mir auffällt. Oh nein, bitte kommt jetzt keiner mit der dicken Katze an. Ich will mir die selber holen. Fette Katzenmount, ja stimmt. Oh mein Gott, warte. Ein riesiger Pluspunkt. Wartet.
Nee, so gehöre ich schon zu den toxischen Leuten. Da kommt ja immer drauf an. Also es gibt halt Leute, die einen wirklich, ne, so hardcore flamen. Ich kann es halt nicht einschätzen. Ich kenne dich halt so. Ich habe dich in ESO noch nicht spielen sehen, gehört. Aber es gibt halt welche, die dann das Erlebnis hatten, Kitty und ich. Es war ein etwas älterer Content. Jetzt nicht so uralt, aber es war halt auch kein Savage, nichts. Es war halt ganz normal für seine Dailies. Und ja. Ja, also wir hatten davor schon, sind einmal gewiped. Und dann hatte Kitty einen einzigen Fehler gemacht. Das war, wie gesagt, der zweite Versuch. Da war nichts vorher. Da hatten sie vorher beim ersten Versuch mehr falsch gemacht als jetzt Kitty mit dem Alm. Und dann hieß es halt nur so, oh Gott, schmeißt mich aus dieser Gruppe. Und dann wurde es halt irgendwann auch beleidigend und sowas. Und dann halt alles gegen Kitty. Und ich dachte so, Alter, ich meine, wäre es der 30. Versuch gewesen bei einem Savage? Vielleicht, ja, dass man da ein bisschen salty ist, okay. Aber bei einem normalen Inhalt. Beim zweiten Mal. Fehler passieren, vor allem wenn man halt den Content schon lange nicht mehr hatte. Weil meistens kriegt man halt so die 0815 Sachen und manche Sachen kommt dann weniger dran. Und das verstehe ich dann halt immer nicht. Ich habe die Steine in der Wacht. Ich noch lange nicht, Kitty. Ich noch lange nicht. Ich habe feste Seema hier noch schon frei, aber das hatten wir ja beim letzten Mal. Oh Gott, bis ich bei Steinern eine Wacht bin, weißt du, wie lange das so dauert? Ich bin zwar irgendwo bei Ishgard da schon unterwegs, aber... Weißt du, wie lange das doch dauert? Aber hier, guck mal! Eine dicke Katze! Also, eine fette Katze. Ich kann leider noch nicht fliegen, aber... Das ist das Mount. Wenn das nicht cute ist. Dickes Kätzchen, dickes Kätzchen, dickes Kätzchen. Süßes dickes Kätzchen. Warum der Bommel? Der Bommel da hinten. Das ist so süß. Das ist einfach nur so unglaublich süß. Wir brauchen mehr Katzenmounts. Was gibt es allgemein für die Süße? Kitten ist auch gleich da. No. Yay. Hier ist auch noch ein Katzenmount. Ja, Leopard, aber egal. Süß. Es lächelt. So, ich muss einmal nach Ulda. Wir müssen einmal andere Dingens abholen. Unseren Faustkämpfer. Das heißt, heute gibt es wahrscheinlich viel Nebenstory und Klassenquest-Content. Hauptstory wahrscheinlich gar nicht. Ja gut, bei Susan habe ich eine Inges Geduld, aber bei Falschinfos und möchte gern Progress läuten, werde ich toxic. Das ist für mich wie, wenn die jemanden nur anlügen würden. Kann ich nur ab... Das finde ich zum Beispiel ist was anderes. Bei Falschinfos gibt es in FF auch ganz, ganz viele, die dann mit Falschinfos bei Neulingen ankommen. Und dann hat man meistens in manchen Dungeons... Wo die dann einfach weiterrennen, obwohl sie eigentlich eine Mechanik machen sollten. Und da wird aber immer gesagt, nee, musst du nicht machen, ist nicht nötig, du kannst auch so weiterrennen. Wo du dir dann nur denkst, nein? Ja, kannst du, aber... Nein? Bring den Neuling doch wenigstens bei, dass da was ist, was du machen solltest. Oh, hallo? Also das haben wir hier auch ganz viel. Oder möchte gern Mentoren. Die einfach nur, ne? Statt zu helfen, andere Dinge tun. Damit meine ich nicht alle Mentoren. Ich möchte ja zum Beispiel auch gern Mentor werden. Aber das dauert noch. Vor allem mit diesem Char hier. Ich bin ja gerade mal bei 31 WS. Das wird noch ewig dauern. Hallo, Kitty. Das ist übrigens gerade Kitty. Aber nicht Kittys Main. Das hier ist mein neuer Main. Mentoren selbst keinen DPS haben, aber Mentor sein wollen. Das ist so ein gutes Konzept.
Also, ja, es gibt auch hier so besondere Fälle. Aber ich finde sie hier nicht ganz so schlimm, wie ich sage jetzt mal in einem WoW. In ESO zum Beispiel habe ich auch noch nichts Toxisches erlebt. Na gut, da spiele ich auch wirklich viel, viel, viel alleine. So. Hallo, ich bin bei den Faustkämpfern. Servus. Willkommen in der Faustkämpfer-Gilde. Wir Faustkämpfer sind auf den Nahkampf spezialisiert. Mittels rigorosen Trainingsformen formen wir unsere Fäuste und Füße zu Waffen, mit denen wir in die Schlacht ziehen. Es gibt da auf der ganzen Welt keinen besseren Ort, um unsere Disziplin zu erlernen. Wenn du den Weg des Faustkämpfers einschlagen möchtest, solltest du dich unbedingt bei uns einschreiben. Was meinst du? Eine Entscheidung, die du nicht bereuen wirst. Nun, bevor wir den Papierkram erledigen, möchte ich dir zunächst einmal ein wenig über die Geschichte der Gilde erzählen. Oh, bitte nicht schon wieder. Seit Anbeginn der Zeit haben Leute mit Fäusten und Füßen gekämpft. Der Nahkampf existiert in ganz Eorzea, in unterschiedlichen Formen, die sich unabhängig voneinander weiterentwickelt haben. Die heutige Tradition des Faustkämpfers nahm ihren Anfang mit den waffenlosen Wettstreiten im Kolosseum. Diese Wettstreite zogen Faustkämpfer aus aller Herren Länder an und mit ihnen eine Vielzahl von Kampfstilen. Aus dem Wirrwarr all dieser Stile erhob sich eine Faustkämpferin von außergewöhnlicher Stärke und enormem Talent. Diese Frau machte es sich zu einer Lebensaufgabe, jede Form zu meistern und schaffte dies auch. Von ihren vielen Heldentaten ist ihre Teilnahme an einem Gladiatorenturnier die bekannteste. Obwohl sie zur Faustkämpferin ausgebildet war, trat sie ihren Gegnern mit Schwert und Schild gegenüber und besiegte sie mühelos. Letztendlich hing ihr Herz jedoch am Kampf mit den bloßen Fäusten und so verschrieb sie sich der Weiterentwicklung des Kampfes mit den bloßen Händen. Faustkämpfer von überall auf der Welt versammeln sich in Ulda, um unter dieser Meisterin zu trainieren. Der Name dieser Frau war Cornelia und sie ist die Begründerin der Faustkampfkunst, wie wir sie heute kennen. Zudem wurde die Faustkämpfergilde der Trainingshalle nachempfunden, die sie errichtet hat. Und das wäre alles, eine kurze Geschichte unserer Gilde. Ich habe sie schon tausendmal erzählt, aber sie entfacht meinem Kampfgeist jedes Mal aufs Neue. Nun denn, bevor wir mit deiner Aufnahme fortfahren können, musst du zunächst einmal die Genehmigung des Gildenmeisters einholen. Gib mir Bescheid, wenn du bereit bist, ihn zu treffen. Wird's im PvP bei ESO. Hatte vor 2 Tagen ein Fight, der 60 Minuten ging, die 90 Kills und keinen mal gestorben. Die Hate-Whisper sind toll. No. Ja, PvP ist tatsächlich nicht so meins, aber allgemein in Spielen nicht. Ja, in ESO habe ich es, glaube ich, noch nie probiert. Ich habe mich aus Spaß an einem Hybrid, glaube ich, duelliert. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Ich glaube, 2-mal hatte ich und 1-mal hatte er gewonnen. Meine ich, wenn ich mich recht entsinne. Kann auch umgekehrt gewesen sein. Weil er auf Tank gegangen ist, habe ich irgendwann keine Chance mehr gegen ihn gehabt. Aber egal. Bist du bereit, dem Gildenmeister gegenüberzutreten? Meister Harmon gilt als einer der besten Faustkämpfer unserer Zeit. Lange Zeit bestimmte er das Geschehen im Kolosseum als Götterfaust. Nach Belieben. Aber inzwischen hat er sich zur Ruhe gesetzt und zieht es vor, aufstrebende Kämpferinnen wie dich auszubilden. Du findest ihn bei seinen Schützlingen dort drüben. Geh und zeig ihm den Kampfeswillen, der in dir steckt. Wird auch Zeit, dass du hier aufkreuzt. Und, was hält die Tänzerin von meinem Angebot? Ja, hi. Hä? Du bist ja gar nicht mein Laufbursche. Es gibt keine Tänzerin, die hat es nie gegeben. Ich tue nichts Unanständiges. Ich schwöre bei den Göttern. Wie? Du möchtest unserer Gilde beitreten? Warum sagst du das nicht gleich? In meiner Funktion als Gildenmeister werde ich dir die Grundlagen des Faustkämpfes beibringen. Durch rigoroses Training formt ein Faustkämpfer seine Gliedmaßen zu verheerenden Waffen. Aber es geht nicht darum, möglichst viel Schaden mit einem einzigen Schlag anzurichten, sondern vielmehr seinen Gegner mit Beweglichkeit und List zu besiegen. Unter meiner Aufsicht wirst du nicht nur Schlagtechniken meistern. Die meisten Dialoge werden später erst vertont, aber natürlich nicht alles. Also Nebenquests und so sind nicht vertont. Hauptstory wird im Laufe des Spiels immer mehr vertont. Also es gibt nicht komplett, aber es wird mehr. In Realm Reborn ist es wenig. Sehr, sehr wenig. Leider. Aber es wird. Es kommt.
Ich würde sie gern zeigen, aber dazu müsste ich auch Story weitermachen und auf dem Server, weil das Server neu ist, gibt es halt einen Bonus. Und ich möchte halt nicht über die 50 hinauskommen, deswegen muss ich erst bei den kleineren Klassen alles so peu à peu hochspielen. Deswegen Hauptstory-Content wird heute leider wahrscheinlich nicht dran sein. Aber im Laufe der Tage, wenn du magst, kannst du gerne jederzeit mal vorbeischauen. Da sollten wir irgendwann die Hauptstory schaffen. Kommt halt drauf an, ob ich mit der Klasse jetzt heute noch die ersten Inis schaffe. Die ersten Inhalte. Und wie schnell ich dann halt hochlevel. Durch Buffo, durch besondere Items und so weiter. Boni für meine Klasse kriege ich leider nicht, weil ich spiele DD jetzt. Und yeah. DD kriegt selten Bonus. Also mal gucken. Ich glaube, wenn ich es noch auf 36, 37 schaffen sollte, dann gibt es sogar ein bisschen Story noch. Vielleicht sogar noch vertonte. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, wann die nächste vertonte kommt. Aber mal gucken. Vielleicht kriegen wir es hin. Du wirst doch lernen, sie aneinander zu reihen, um einen endlosen Wirbel aus Schlägen zu entfachen. Denn es sind die Schlagkombinationen, die das wahre Potenzial eines Faustkämpfers ausmachen. Sieh her! Dieser Vortrag hat mich ganz schön erschöpft. Du solltest mehr reden, Mädel. Dann käme ich auch mal zum Luftholen. Aber wo war ich? Ach ja, richtig. Bevor du uns beitrittst, muss ich dich warnen, dass der Weg des Faustkämpfers lang und beschwerlich ist. Glaubst du ernsthaft, dass du es in dir hast, über die volle Distanz zu gehen? Sei ehrlich zu dir selbst. Yep. Aber ich hoffe, dass du trotzdem relativ viele Eindrücke noch kriegen kannst von dem, was ich noch heute zeige. Also wie gesagt, hauptsächlich Klassenquests gerade. Einiges an Nebenquests, die auch teilweise richtig coole Stories beinhalten, wenn man sie dann halt liest. Und ja, so ein paar Kleinigkeiten. Die ersten Inis sollte ich auf jeden Fall zeigen können. Sind nämlich auch paar schön designt dabei. Wenn man in die Richtung kommt. Ja, du hast Kampfeswillen. Ich sehe es in deinen Augen. Ich wüsste keinen Grund, dich nicht in diesen Hallen aufzunehmen. Willkommen in der Gilde, Mädel. Um dir ein wenig unter die Arme zu greifen, habe ich deinem Bestiarium einige Namen hinzugefügt. Gegner, an denen du dich im Faustkampf üben kannst. Und um eine ordentliche Faustkämpferin aus dir zu machen, habe ich hier ein paar Horas für dich. Sie sind schon eine Spur alt und rostig, aber das macht sie umso einschüchterner, denke ich. Nun, ich würde dir gerne deinen ersten Auftrag erteilen. Leg die Horas an und sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Alles klar. So, damit haben wir jetzt die nächste Klasse. Die wir dann jetzt auch bereit sind, auf 50 zu spielen. Mit der ich aber. Hallo Kitty. Mit der ich aber dann hauptsächlich Story mache. Und halt die restlichen Nebenquests, die ich hier noch habe. Im Anfangsgebiet natürlich. Nein, nicht den Weißmagier überschreiben. Um Gottes Willen, nicht den Weißmagier überschreiben. Dann kriegst du die Nummer 6. Ich hab was vom Bonus gehört. No, du bist so lieb. Es dauert ja auch noch bis zur ersten Inni. Aber trotzdem danke. Ich hoffe, dass ich's schaffe. Ich bemühe mich schnell auf 15 zu kommen. Du siehst wie eine echte Faustkämpferin aus. Deine Ausbildung kann beginnen. Als erste Lektion solltest du deine neu gewonnenen Fertigkeiten an einem Ungeziefer in Tanaland testen. Zieh los und erledige 3 Sternmummelhörnchen, 3 Riesenhundes und 3 Schnappspitzmulle. Erstatte mir Bericht, wenn die Aufgabe erledigt ist. Und selbstverständlich sollst du die Kreaturen mit den Horas bekämpfen, die ich dir zuvor gegeben habe. Es ist witzlos, wenn du die Bestie mit einem Speer aufspießt oder mit einem Zauber frittierst. Alles klar. So, diese Maske mache ich aber einmal weg. So. Dann das kann weg, das kann weg, das kann weg und das kann weg. Komm, dafür kriegst du den Ziniokaktor. Das ist übrigens dann noch das Anfangsrüstungsset, was man halt so kriegt. Sieht bei den Mikoten eigentlich mega cute aus. Ich liebe allgemein diesen Charakter. Der ist so toll. Wir haben auch eine kleine Gilde auf dem Server hier. Ist aber halt tatsächlich nur reine Gilde für, ja, für uns eigentlich. Also für Community. Klar, wenn auch noch andere mitmachen wollen. Ja, klar, aber hauptsächlich
hauptsächlich Community-Gilde. Für die, die wollen. Kitty und ich spielen ja eh relativ viel. Von daher. Die Punkte häufen sich so langsam an. Ich habe auch vor, von jeder Klasse halt männlich und weiblich einmal zu spielen. Und halt jedes Volk. Ich glaube, höchstens von der Mikote werde ich zwei machen. Aber ich weiß es doch nicht. Das zweite wird dann wahrscheinlich auf einem anderen Server sein. Weil hier ja nur 8 Plätze sind. Kann ich die trotzdem... Ach ja, wir sind ja nicht in einer Gruppe. Ja, natürlich kann ich die töten. Ich freue mich immer noch auf unser Projekt. Ich habe immer noch ein bisschen Schiss davor. Aber ich glaube, das dauert ja noch, bis die kommen, ne? Oder kommen die schon mit dem nächsten Update? Ich habe den Brief nämlich noch nicht gelesen, da. Ja, ich habe hier Buffoot. Kitty, ich frag dich ja eigentlich nur selten, aber hast du Buffoot noch? Eventuell. Hast du für eine kleine Mikote Buffoot für den Dingens? Kann dir was kochen, brauch nur die Materialien. Was brauchst du denn? Ich weiß nicht, ob ich was habe, aber was brauchst du denn? Ich habe leider nicht viel. Ja, das Füchschen. Das ist auch etwas bei FF14. Ich quietsch bei allem. Ich quietsch bei allem, was knuffig ist. Und süß und niedlich und scheiße. Nee, das nicht, aber. Okay. Irgendwo ist mein Deckel vom Wasser. Weiß noch nicht wo. Ein Hühnerei und ein Mineralwasser. Aus 3 gekochte Eier. Eventuell hat mein Gehilfe was davon. Nee, das ist Ameisensäure. Kochte Eier, ein Hühnerei. Warte mal, hat mein... Ich hab doch so viel Scheiße eigentlich. Kannst du uns auch fix kaufen. Geld habe ich auch noch. Ich habe halt noch kein Gourmet. Das ist immer so bitter. Das ist immer so bitter. Ich hoffe, ich habe was. Wissen tue ich es aber nicht. Ist hier... Da ist die Krämerklingel. Servus. Okay, jetzt in meiner Ordnung was finden. Okay, hier ist es nicht. Hühnerei. Ein Hühnerei habe ich. Ein Hühnerei. Ein ganzes Ei. Das ist, Okay. Nee, das ist auch Ameisensäure. Okay, ich habe nur ein Ei. Das ist jetzt nicht berauschend. Ich kann es fix kaufen. Wie teuer. Okay, warte. Hi. Hilfe.
Handel. Hühnerei. Soll ich den Rest einmal fix kaufen? Okay. Wow, ein Ei konnte ich jetzt zusteuern. Ich habe noch nichts in diesem Spiel. Weißt du, auf dem anderen Char, auf Light, da hätte ich wahrscheinlich zigtausend Sachen. Hätte ich die dann wahrscheinlich holen können. Gut, da hätte ich aber auch ein Gourmet gehabt. Ich muss hier tatsächlich mal einen Stream machen, wo wir nur die Handwerker machen. Stimmt, das gibt es übrigens auch. Handwerksberufe hier. Damit kann man sich dann die ganzen Sachen herstellen. Ist auch echt cool. Ich würde ja gerne anfeuern, aber ich habe leider das Emote dafür nicht. Kann dich anbeten. Ja. Dankeschön. Das sieht gerade verdammt komisch aus. Extra günstiges mitgekocht, danke schön. Oh, lieb von dir. Willst du denn noch irgendwas anderes für haben, als nur das eine Ei? Ich hab Geld! Bezahl für deine Kochdienste. Okay. Dankeschön. Dann habe ich nämlich erstmal was. Dahin. Da habe ich ein bisschen was. Ja, was und die knapp 150 Geld für die Eier sind gar nicht sehr gut. Okay. Wenn das so ist. Wenn das so ist. Trotzdem. Ihr müsst halt echt bald mal weiter die Berufe machen. Vor allem erstmal die Sammler. Und Stufe 5. Dafür machen wir dann wahrscheinlich einfach mal einen extra Stream. Weiß gar nicht, glaub. War Mittwoch das? Warte mal, muss jetzt einmal gucken. Ich, die ihren eigenen Plan nicht. Oder ihren eigenen Streamplan nicht auf dem Schirm hat. Das ist. Ich bin da immer ganz stolz auf mich. Dass ich nie weiß, wann ich eigentlich streame. Zumindest was ich wann streame. Morgen. Morgen und Mittwoch. Wir könnten es eigentlich so machen. Dass wir Mittwoch vielleicht einfach uns komplett nur um die Sammler kümmern. Entspannt, bevor es zu Witcher geht. Und heute und morgen versuchen wir, oder heute versuchen wir, leveln, die Klasse hochzukriegen. Und morgen ein bisschen Story. Da rennt der Lala hin. Überlasse ich mal dem Lala. Wäre eine Idee, oder? Rein theoretisch. Eventuell. Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Mir tun die Viecher immer leid. Sterben grundlos. Okay, das war's.
Hier gab es keine Quest. Männer, nur die. Doch, da hinten ist eine. Oh, das ist aber für 35. 35, 19, okay. Hier war keine mehr. Aber Obon, Grabrobberspringern und Molch. Die töten wir natürlich noch. Wenn wir schon einmal hier sind. Ah, da sind die Orobons. Hier ist keiner Orobon. Wie gesagt, ein bisschen Nebenquests mache ich. Bis 20 Uhr spielen wir jetzt ungefähr FF. So Pi mal Daumen. Danach ist dann Lotro dran. Grabräuber springen. Dicke Katze! Bei Lotro möchte ich auch ein bisschen vorankommen. Ich habe da ja noch ein bisschen was vor mir, da sind wir ja recht am Anfang. Und der fällt manchmal mit. Wenn der schon mal hier ist, gibt nämlich auch Erfahrung. Oh, 90 Sekunden, 17. Sieht ja knapp. Stufe 8. Okay, gleich weiter. Gut. Okay, die zieht alle auf sich. Irgendwann bin ich auch so groß und stark wie Kitty. Ich finde die Waffe cool. So, und jetzt zu den Molchen. Die Klaue. Oh, hallo Trentania. Weißt du, das ist eigentlich auch funny. So ein heftiges, großes, dickes Mount und dann ich, Level 9. Oh, der ist auch cool. So, der Molch müsste da hinten sein, ne? In diese Richtung. Das ist eigentlich auch erbärmlich, ein Drache, der nicht fliegen kann. Noch nicht, jedenfalls. Ich suche meine Molchis, ich suche meine Molchis. Wo sind meine Molchis? Shadowbrook, Hallöchen. Kitty auf Drago. Kennt da auch jemand den Kitty? Kitty, du bist verdammt nochmal berühmt. Was schönst du das arbeiten? Hallo. Hallo, mein Schatz. Na? Alles fit bei euch beiden?
Schön, dass ihr da seid. Ach so! Ach so, ja, natürlich. Ich bin immer Kitty. Egal wo, ich bin Kätzchen. Ich liebe Katzen. Aber es hätte ja sein können, weil Kompagnon heißt auch Kitty und Kitty kennt jeder und, ne, also. Hey. Cat. Aber Kitty Cat. In a dance, 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 in a dance, dance. Du bist ich und ich bin du. Zusammen sind wir Kitty. Oh Gott. Die Kittys vermehren sich. Bald ist Frutus auch nicht mehr Frutus, sondern bald ist es ein Frutus-Kitty. Oh Gott. Die Vorstellungen sind etwas, In ESO gibt's auch ein Pet, das heißt Kitty. Alles ist Kitty. Nur noch Kittys auf dieser Welt. Ich glaube, das war ein Bestiariumsviechern hier. Kamta. Und die hätte man sich so Ich bin Streuner, Kitty. Ja, das bist du, Frisches. Und Shady, Hallöchen. Hallo, Shady. Na, wie geht's? So, dann porte ich mich einmal noch. Nee, nicht nach Redania, bitte. Nach Ulda. Porti, Porti, Port. Ich mag meine neue 95er Fähigkeit. Welche ist das? Ich kenne den Krieger ja noch nicht, deswegen. Ich bin kein Kitty, hab zu viel Schuppen dafür. Dann bist du ein schuppiges Kitty. Das klingt auch sehr seltsam. Muss weiter mal loren. Rheinland, falls wir uns nicht mehr sehen. Ich hoffe, dass wir uns heute noch sehen, mein Schatz. Ich hoffe, dass wir uns heute noch sehen. Ich warte auf dich. Sonst muss deine Frau verhungern. Nein, ich kann mir in der Zeit auch noch was zu essen machen, aber... Und Schatz, hier schmeckst du mal am besten. Auch das klingt falsch. Moment. Schuppiges Kitty? Shitty? No. Okay, so weit habe ich jetzt nicht gedacht. Okay, vergiss es. Vergiss es. Brachiale Gewalt. Ich berechtige. Berichtige. Hab falsch gelesen. Ah. Ist so mit Liebe gemacht. Jo. Bis später. Bis später. Schreib mir, wenn du nach Hause kommst. Hör einfach auf. Über diese Vorlagen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich kann nichts dafür. Die Zweideutigkeit lebt in diesem Chat. Ich kann nichts dafür. Heute ist die Zweideutigkeit groß. Gerade bin ich auf Phantom. Oder Phantom. Wie auch immer. Also auf Chaos. Ich habe mein Main quasi, also ich habe eigentlich schon 90er, der ist auf Light Shiva. Ich habe aber aufgrund von Gründen bin ich auf Chaos gegangen. Mit meinen Stream-Chars. Und ja. Jetzt hocken wir hier rum. Spielen nochmal einen neuen Char hoch und... Ja, ich habe halt meinen alten 90er, den spiele ich auch immer noch. Ich habe da auch immer noch meine Gilde. Aber ich habe mit dem Char leider nicht so gespielt, wie ich wollte. Ich habe zum Beispiel Stormblood und Shadowbringer überhaupt nicht gelesen. Habe mich halt etwas hetzen lassen und habe vieles nicht so erlebt, wie ich es gerne erleben wollen würde. Deswegen, ja, spielen wir jetzt nochmal mit dem Char und wir ziehen halt alles durch. Irgendwie. Ich freue mich halt drauf. Es war jetzt auch eine kleine FF-Pause, die ich jetzt hatte, von 2 Wochen. Ja, ich weiß, Schande über mein Haupt. Ich weiß. Oh. Es tut mir... Also, wie gesagt, ich habe die Szenen habe ich gesehen, die Sprachsequenzen. Ich habe aber nichts anderes gelesen. Weil es halt immer hieß, ja, ne, beeil dich wegen Dungeons und sowas, musst du vorankommen, sonst bist du Endwoker nicht so weit. Und da habe ich beeinflussen lassen und ja. Das ist bestimmt strafbar. Ist es. Ist es.
Animation und Effekt ist mega geil. Kannst du dir gleich nochmal zeigen? Ich habe eben nämlich nicht drauf geachtet. Shady, was ist denn los? Ich finde die Emotes von dir immer noch cool. Die du hier immer präsentierst. Ich finde die irgendwie cute. Ich hoffe, wenn ich nicht genau erkenne, was es sein sollen. Beides nicht. Ich bin mir nicht sicher. Geh mal gucken, ob im Kühlschrank was zum Jagen finde. Ich habe Hunger. Vielleicht dann müssen wir in der Gruppe sind. Ach, ja gut. Ich kann sie ja. Ich kann doch. Na? Kann auch gleich auch anstellen, oder? Dann sehe ich die auch. Rein theoretisch. Die Effekte. Da habe ich die für alle aus. Ich weiß es gerade gar nicht. No. Ich will auch für Emotes. Auch wenn ich, wie gesagt, nicht weiß, was das ist. Aber ich hoffe, du hattest einen guten Start in die Woche, Shady. Da bist du zurück. Du hast dich hervorragend geschlagen. Jugendliche Lebenskraft. Ich habe wenig geschlafen die Nacht. Ich bin erst um 4 ins Bett. Seht es mir nach, bitte. Jugendliche Lebenskraft ist wahrlich ein Segen. Wenn du zu wahrer Stärke gelangen willst, darfst du dein Training nicht vernachlässigen. Die Stärke eines Faustkämpfers ergibt sich aus der Anzahl der Schläge, die er austeilt. Also zieh los, Adaria, und lass die Fäuste fliegen. Wenn die Zeit reif ist, werde ich dir etwas Neues beibringen. Die Jugend scheint über ein unerschöpfliches Potenzial zu verfügen. Ich kann es kaum abwarten, es voll entfaltet zu sehen. Yay! Okay, der letzte ist richtig cool. Der sieht cool aus. Ohne Witz, ich bin halt so ein richtiger Stalker. Ich starre immer auf die Emotes anderer und denke mir immer so, okay, warum haben, haben andere so coole Ideen? Und dann komme ich. Okay, cool, nice, cool. Ja, nice. Entschuldigung. Ich habe nur Wasser getrunken. Ich bin nicht immer so. Aha, du hast fleißig trainiert, Adaria. Ja, das sehe ich an der Leichtigkeit deiner Schritte und der Stärke in deinen Fäusten. Nehme an, du bist bereit für die nächste Lektion. Aber bevor wir anfangen, solltest du dich erstmal aufwärmen. Zu diesem Zweck habe ich ein paar Gel in Ulda verstreut. Ich möchte, dass du durch die Stadt läufst und sie aufsammelst. Das ist eine tolle Klassenquest. Wow, ich muss Geld sammeln. Das ist mein Geld, das da draußen rumliegt, also streng dich lieber an. So an, als hättest du eine Meute am Hedgehog auf den Fersen. Oder anders ausgedrückt, du sollst sprinten. Natürlich kannst du das nicht endlos tun. Dein Körper muss sich nach einer gewissen Zeit erstmal wieder erholen. Das mag trivial klingen, aber ich erzähle dir das aus gutem Grund. Als Faustkämpfer musst du lernen, dir deine Energie im Kampf gut einzuteilen. Andernfalls ermüdest du schnell. Und wenn das passiert, ist der Kampf so gut wie gelaufen. Ja, gut. Kriegen wir hin. Geh mein Geld einsammeln. Okay. War hier nicht auch irgendwo mal... Ah ja. Hier liegt sogar auch was. Geld sammeln. Was für eine tolle und spannende Klassenquest. Die ist so... mitreizend. Warum verlieren die Uldaner eigentlich ständig ihr Geld? Diese eine Nebenquest mit der Alten, die sich erschreckt hat, war jetzt auch nicht so der Burner. Wo man erstmal ihr ganzes Geld da aufsammeln musste. Und sie dachte, man beklaut sie. Hast du was zu essen gefunden? Oder folgte mir einfach nur? Wo kommt Kitty gleich? Möchte er hinterher oder kommt er von irgendwo anders? Gucken wir mal da hinten. Okay.
Ich hätte jetzt erwartet, dass du auch durch die andere Tür kommst. Ein wenig Wurst, ja. Ich weiß doch gar nicht, auf was ich tatsächlich heute Lust habe. Ich hab keine Ahnung. Huch. Das riecht super. Einmal mit Profis hier, ne? Einmal mit Profis. Oh. Profi-Gameplay ist hier nicht vorhanden. So, Geld, Geld, Geld. Geld. Ich frag mich, wo der überall langgerannt ist und sein Geld hat liegen lassen. Die Rüstung sieht cool aus. Das sieht mega cool aus, Kitty. Kitty? Ah! Da unten! Und vor allem... Fuchs steht da noch? Ich sehe alles. Bist du schon wieder am Stalken? Ich guck lieber immer dreimal. Bist du auch schon wieder am Stalken? Nicht, dass du auch wieder hinter irgendeiner Häusermauer stehst und mich beobachtest. Wo liegt hier Geld? Da liegt Geld. Oder meinst du immer noch, weil ich dein Geld hier einsammeln soll? Ich bringe es fleißig wieder zurück. Ich mache keine Shopping-Tour, keine Angst. Mal gucken. Vielleicht der doch. Ach, das war der wieder. Ich werde beobachtet. Haha! Und du hast auch dieses Katzending! Ich will das auch, aber ich habe kein Geld für. Oh. Hi. Ich will das auch haben. Ich finde das einfach so mega cute. Ich finde das so mega, mega cute. No. So, ich muss weitermachen. Achso, ich muss ja zur Faustkämpfer-Gilde. Wäre vielleicht ganz angebracht, wenn ich dahin renne, ne?